Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier im Kulturhaus in Aue. Mein Name ist Rico Reinwald und ich bin der Gründer und Orchesterleiter der Auer Sinfoniker, dem großen sinfonischen Orchester der Kreismusikschule des Erzgebirgskreises hier am Standort in Aue-Bad Schlema. Unser Orchester wurde im Jahr 2009 gegründet und wir musizieren derzeit mit etwa 75 aktiven Musikern in nahezu vollständiger sinfonischer Besetzung. Wir sind kein Berufsorchester, das heißt, wir musizieren nicht für unseren Broterwerb, sondern wir sind ein, wie ich das gerne nenne, Liebhaberorchester. Wir musizieren gemeinsam, weil wir das mögen, weil wir das gerne machen. Das ist das, was uns verbindet. Bei alledem haben wir aber dennoch einen zumindest semi-professionellen Anspruch. Das heißt, all das, was wir machen, all das, was wir gemeinsam musizieren, das wollen wir möglichst überzeugend und richtig gut machen. Damit etwas richtig gut wird, ist natürlich eine Menge Probenarbeit notwendig. Und die Proben unseres Orchesters finden nicht das ganze Jahr, sondern in der Regel in zwei Projektphasen, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst statt. Und an deren Ende spielen wir dann ein oder auch mehrere Konzerte. Mit einem großen sinfonischen Orchester wie dem unsrigen sind wir in der glücklichen Lage, dass wir musikalisch, stilistisch überhaupt nicht festgelegt sind. Und so spielen wir Musik aus allen möglichen Genres und Epochen. Wir spielen Musik aus Barock, aus Klassik, aus Romantik, aus der Gegenwart. Wir spielen Musik aus Oper, Operette, aus Musical. Wir spielen sehr viel Filmmusik, aber auch Musik aus dem Rock- und Popbereich. Nun könnte es ja sein, dass der eine oder andere von Ihnen oder von euch Lust verspürt, selbst einmal in einem Orchester wie dem unserigen mitwirken zu wollen. In diesem Fall habe ich eine sehr gute Nachricht, denn das ist nicht nur möglich, sondern wir würden uns auch sehr darüber freuen. Bei uns im Orchester mitzuspielen ist gar nicht so schwierig und schon gar keine unerreichbar große Hürde. Natürlich solltet ihr ein paar Voraussetzungen mitbringen. Ihr solltet ein Orchesterinstrument spielen und dort eine solide Ausbildung und schon ein wenig Spielerfahrung haben. Aber darüber hinaus
wächst man mit seinen Aufgaben und bei uns im Orchester wird jeder ganz individuell unterstützt. Und wer Probleme hat, der findet hier immer Hilfe bei unseren Lehrern oder bei den erfahrenen Orchestermitgliedern. Keiner wird auf der Strecke gelassen, alle werden mitgenommen. Orchester musizieren Musiker aus jeder Generation und jeder Altersgruppe. Der Jüngste ist derzeit etwa 12 und der Älteste schon deutlich über 70 Jahre. Das spielt überhaupt keine Rolle. Jeder, der sich einbringen, jeder, der sich engagieren, jeder, der mit uns musizieren möchte, ist uns herzlich willkommen. Wer jetzt Lust bekommen hat, uns einmal live zu erleben, ganz gleich, ob als Zuhörer und Zuschauer in einem Konzert oder selbst als aktiver Musiker im Orchester, der informiert sich einfach einmal auf unserer Website hier unter ours-sinfoniker.de. Ja, das war's für heute, das war's von den Auer Sinfonikern und ob nun in Blau oder Orange, ich hoffe, wir sehen uns. Bis bald und tschüss.